Ich heiße herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie unseres SV Waldhof gegen den 1. FC Saarbrücken. Vor 8.351 Zuschauern siegten die Gäste mit 1:0. Zu meiner Rechten begrüße ich den Gästetrainer Dirk Lottner und zur Linken unser Cheftrainer Gerd Deiss. Wie immer, du bist das erste Wort zum Gast. Lottner, Ihr Statement bitte. Ja, das hat hoffentlich nicht so gut gerückt. Ja, für uns war es heute verdammt wichtig, vor dem Spiel halt, wussten wir, dass wir heute eine extrem disziplinierte, sehr engagierte Leistung abrufen müssen, wo wir immer wieder gefordert werden und unser Maximum in allen Bereichen abverlangt werden würde. Das haben wir Gott sei Dank hinbekommen. Grundsätzlich glaube ich, dass man ein deutlich besseres Spiel gefunden hat, auch wenn sie durch zwei Fehler von uns ein bisschen profitiert haben, aber die ersten 20 Minuten von den Chancen her mit Sicherheit auf Mannheimer Seite. Dann sind wir so langsam ins Spiel gekommen, hatten unsere Möglichkeiten, auch vor der Halbzeit noch das Tor zu erzielen, das haben wir dann nicht geschafft. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir da weitergemacht, wo wir vor der Halbzeit aufgehört haben, haben das Spiel sehr gut kontrolliert, ohne wirklich Torchancen zuzulassen, Torabschlüsse zuzulassen. Wie gesagt, eine sehr disziplinierte Leistung, eine sehr engagierte Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde und machen natürlich dann auch ja, mehr oder weniger aus dem Nichts, sage ich mal, das 1-0, wo der Dauschi einfach einen Geistesblitz hat, den Freistoß schnell ausführt und Paddy dann den abwehrenden Ball gut verarbeitet und mit links reinhaut. Unterm Strich, glaube ich, hinten raus, absolut verdienter Sieg heute. Trotzdem war es ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Aber die Mannschaft hat das angenommen, dieses Spiel heute. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, dass wir hinten raus auch verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Danke, Herr Lottner. Gerd, dein Statement zum Spiel, bitte. Gut, erstmal Glückwunsch an den Dirk und seine Mannschaft. Aber ich denke, das, was der Dirk gesagt hat, wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten die ein oder andere gute Chance. Aber ich sage mal, ab der 20., 25. Minute war es dann so, dass wir sicherlich in keinem Bereich an unserer Leistungsgrenze gespielt haben, was sicherlich am heutigen Tag notwendig gewesen wäre, um hier den 1. FC Saarbrücken zu bezwingen. Und ich sage mal, wir waren fahrlässig, waren fahrig im Defensivverhalten. Dasselbe war in der Offensive und wir uns auch dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr entscheidend durchsetzen konnten. Und so muss man sagen, natürlich das 1-0, wo alle im Tiefschlaf waren, die haben gar nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass der Martin Dausch den Freistoß noch nicht ausführt. Und wie gesagt, solche Sachen werden halt dann, wenn man gegen solche Mannschaften spielt, umgehend bestraft. Und das sind wir worden. Und ich denke, wenn wir den Markus heute im Tor gehabt hätten, hätte das Ergebnis sicherlich noch das eine oder andere, um das ein oder andere Tor höher ausfallen können. Wie gesagt, für uns gilt es jetzt, aus diesem Spiel zu lernen. Und ich denke auch zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir auch nicht mehr auf Platz 1 oder auf Platz 2 zu schauen. Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir uns nur mit uns beschäftigen, in den nächsten Spielen fleißig punkten und dann denke ich, sind wir da auch auf dem Weg und nicht auch nach den anderen zu schauen, weil wie gesagt, das bringt im Moment nichts und es sind noch genügend Spiele, um da viele Punkte einzufahren. Und das werden wir dann auch ab dem morgigen Montag tun. Vielen Dank. Danke, Gerd. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte schon mal ein kurzes Handzeichen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Für unsere Mannschaft geht es am kommenden Wochenende zum VfB Stuttgart 2. Die Gäste aus Saarbrücken sind spielfrei. Eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.